Die Rauchschwaden reichen bis zum Horizont. In Australien wüten derzeit wieder Buschfeuer. Außer Kontrolle geriet ein Brand in Western Australia. In den Vororten der Millionenmetropole Perth zerstörten die Flammen bis zu 7000 Hektar Land mit einem Umkreis von 60 Kilometern. Mehr als 300 Feuerwehrleute waren unter anderem mit Löschhubschraubern im Einsatz. Rund 30 Häuser wurden zerstört. Auch einige Tiere konnten nicht mehr fliehen. Einige Häuser sind verloren gegangen und es wird vorhergesagt, dass der Wind am Morgen von Ost auf Nordwest drehen wird. Die Wetterbedingungen sind extrem unbeständig. Für die vom Feuer betroffenen Menschen wurde im Brown Park in Swanview ein Evakuierungszentrum eingerichtet. Ob auch Menschenleben zu beklagen sind, werde noch untersucht, so der Regierungschef weiter. In jedem Fall habe der Bundesstaat nun mit zwei verschiedenen Notlagen zu kämpfen: einem gefährlichen Feuer und dem Corona-Lockdown. Den hatten die Behörden in Perth für 5 Tage verhängt, nachdem ein Wachmann in einem Quarantänehotel positiv auf das Coronavirus getestet worden war. So schlimm wie die Buschfeuersaison im vergangenen Jahr ist die Lage derzeit aber noch nicht. Damals wurden über 12 Millionen Hektar Land verwüstet, fast 3 Milliarden Tiere starben.